Ja, ich möchte hier Tipps zum Verwendung von VirtualBox Portable geben im Hinblick auf das Umziehen auf dem USB-Stick oder auf eine andere Festplatte. Theoretisch hast du jetzt hier die Möglichkeit, diesen Ordner hier, wenn ich hier diese VirtualBox Portable hinein installiert habe, rechte Maustaste hier kopieren zu wählen und dann einfach auf dem USB-Stick dann zu kopieren und dann zu starten. Also ich hätte, könnte es kopieren, würde dann hineingehen, würde dann hier wiederum in den Ordner Portable VirtualBox hineingehen und habe dann hier diese Startdatei. Das heißt, mit dieser Datei, mit den Administratorenrechten, kann ich hier diese VirtualBox starten. Ich mache das jetzt einmal. Verlangt eben hier diese Nutzerkontensteuerungszustimmung. Dann startet er die VirtualBox und er bekommt hier bekommt die Auswahl der virtuellen Maschinen. Soweit funktioniert auch wirklich alles sehr gut. Nun kann es passieren, wenn man es auf dem USB-Stick kopiert auf eine andere Festplatte, dass er dann meine virtuelle Festplatte nicht mehr findet, auf der ich dann Ubuntu installiert habe. Das sind Zeichen, wo sich diese befindet und wie du problemlos mit der dann umziehen kannst. Du gehst hier in den Ordner Data und nochmal in den Ordner VirtualBox und hier gibt es dann den Ordner Machines. Dann gibt es hier meine virtuelle Maschine, die ich angelegt habe und hier befindet sich die praktisch die Festplatte im VDI-Format, das heißt im VirtualBox-Format, der ist 3,6 GB. Und hier sieht man eine Einstellungsdatei, die ist die Ubuntu 10.04 VBox-Datei. Wenn ich die jetzt öffne, dann kann ich die mit normalen Editor, Windows-Editor zum Beispiel öffnen. Schaut es so aus, dass hier die wichtigsten Dateien angeführt werden. Und hier muss ich jetzt dann, wenn ich umziehen möchte, das Verzeichnis finden, die Angaben zum Verzeichnis finden, wo er eben glaubt, der Computer eben glaubt, wo die VirtualBox eben glaubt, dass meine Festplatte sich befindet. Hier in meinem Ursprungsrechner befindet sie sich auf N. Das heißt, ich suche jetzt hier mal nach N Doppelpunkt. Habe sie gefunden. Und wenn ich dann die Dateien übertrage auf einen anderen Rechner, muss ich hier dieses Verzeichnis anpassen. Und das Ganze hier nicht nur einmal, sondern letztlich dreimal. Hier müsste ich es anpassen und suche ich dann weiter bearbeiten, weitersuchen. Hier möchte ich sie anpassen. Ich drücke nochmal F2. Noch einmal, hier möchte ich es nochmal anpassen. Diese Pfadangabe. Und schon habe ich es geschafft. Speichere das Ganze dann und dann kann meine virtuelle Maschine wirklich speichern. Das muss ich natürlich anbieten, mit einem ordentlichen Editor das zu machen. Ich habe bei mir hier diesen Notepad++ Editor installiert und da kann ich diese XML-Datei dann noch besser bearbeiten. Ich habe hier mal die ersten beiden Angaben, wo dann was findet und kann dann die nächste Angabe dann ebenfalls noch suchen und dann ebenfalls dann ausbessern. Also das müsste man hier verändern, wenn man mit der virtuellen Maschine dann umziehen möchte.